Es waren einmal zwei Schwestern. Die eine Pechschatze, die andere. Good morning, sonniges Köln. Die Sonne scheint. Wir sind etwas später aufgewacht. Deswegen haben wir das Frühstück im Hotel nicht mehr geschafft. Weil gestern ging es mir richtig dreckig. Ich habe gestern keinen Alkohol oder sowas getrunken, wirklich gar nicht. Ich habe irgendwas Falsches gegessen, weil ich hatte auf einmal so voll krass Magen-Darm. Wirklich, ich habe wirklich von Scheißerei, Kotzerei, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Das würde ich gerade umbringen. Ja, weil ich habe diese Zeichen von ihm habe ich gar nicht verstanden. War das jetzt so, nein, oder war das so, okay, geht? Naja. Ich komme nicht rein, ich hoffe, zu gehen, das ist ja, eigentlich schon. ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier am Bahnhof irgendwie was zum Essen holen, auch für die Fahrt. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Ich habe gestern hier mein ganzes Leben rausgekotzt. Und ich habe nichts mehr im Magen. Ich habe so Hunger. Deswegen geht es erstmal in Starbucks. Hier gibt es nämlich einen Starbucks in Köln am Hauptbahnhof. Und noch was zum Essen auf jeden Fall. Vor allem ich vermute, dass es gestern am Burrito lag. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil Kat und Leo haben auch Burrito gegessen. Beziehungsweise, ja, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, weil ich habe Schweinefleisch genommen, die haben Hühnchenfleisch genommen. Vielleicht deswegen, keine Ahnung. Wir sind jetzt gerade hier im Starbucks und schaut mal, was es hier gibt. Ich bin schockiert, ich habe mir so, aber es ist Green Tea Latte, gibt es auch kalt. Deswegen habe ich mir jetzt Green Tea Latte geholt. Ich bin gespannt, ob das auch so schmeckt. Und ein Brezel Snack habe ich mir geholt. Wenn ihr im Starbucks probiert, ist auf jeden Fall ist richtig geil und zwar warm. Immer noch unterwegs. Boah, ich hab fett gepennt, ey. Ich hab gedacht, scheiße, ist mein Make-up verschmiert. Ja. Noch 40 Minuten. Wir waren jetzt gerade schon zu Hause und haben Videos geschnitten. Jetzt sind wir schon wieder unterwegs, ne? Weil wir haben was mit Paddy und Katrin ausgemacht. Wir drehen heute ein Video und für das Video müssen wir noch einkaufen. Ich bin vor allem, ich habe mich vorhin voll bekleckert mit Tomaten. Und das sieht man voll. Wie heißt nochmal dieser Lippenstift? Karin, wie heißt der rote Lippenstift von MAC? Falls ihr euch fragt, welcher Lippenstift das ist einer von MAC. Der ist richtig gut, der hält voll lange. Der heißt Retro Matte. Nee. Feels so grand. Oh, I feel so grand. Feels so grand, yeah. Ja, du fühlst dich echt richtig grand. Wie grand, grand. Granny. Paddy und Katrin sind irgendwo hier. Wir dürfen auf jeden Fall nicht sehen, was wir schon geholt haben. Aber guck mal, ich zeig's euch mal. Wo bist du? Oh. Nachher denkt die Leute, sind mir gefährlich, Alter. Gleiche Pulli an. Da sind sie. Wir sind Team Narcos. Hallo. Ja, kauft ihr gerade noch nicht mehr das Halloween-Video an? Nee? Nee. Ach so, ich dachte, wir treffen ja, uns und wir gehen dann einkaufen. Solche Opfer, ne? Das habt ihr schon. Ja, so ein bisschen, also wir müssen noch. Ach so. Okay. Ich dachte, wir stoppen Zeit, Alter. Ja. Okay. Ich dachte, ihr wart, also deswegen, ich hab's verstanden, dass ihr in den TK Maxx geht. Ja, du fährst nicht.
Weil Dings. Nein, ich dachte, ich stoppe Zeit und wir gehen auf Zeit. Ja, egal, wir kaufen einfach ein und dann wir haben am Ende. Ja, so. Ja, das geht ja eh hauptsächlich hier aus Video. Ja. Ich dachte, wir tun auch das so: Zeit, Stopp und los. Ja. Oh, egal. Sinn. So riecht es immer. Erzählen. Erzählen. So komisch. Alle haben Suppen, nur ich hab Sushi. Und machen eine kleine Pause. Shoppen. So, jetzt schneiden. Schmeckt? Ich hab's noch nicht gegessen. Also, aber es schmeckt gut. Also die Suppe habe ich schon geprobiert. Finde ich das scharf? Oder ist Paprika? War schwierig zu essen mit Schäfchen. Ein Stück Haut ist abgegangen. Ja. Das ist die ich gerade getrennt habe. Wir wurden aufgeschnitten. Von deiner Mutter. Merke, wer das schon. So, gut. Wir wurden aufgeschnitten, aber unsere Stimme auch, oder was? Nein, wir wurden dann zu Zombies. Er gewinnt euch unser Konsum. Habt ihr Angst vor uns? Alter, schmecken sie doch nicht mehr. Vor allem, wir haben eine Challenge gemacht. Eine Geschwister-Kostüm-Challenge. Und die sehen richtig sexy aus. Man muss die Schütze machen, man sieht ganz her. Guck mal, Buddy, voll gut. Mhm. Richtig. Ach, schön. Ich habe gerade die ganze Zeit gesagt, Scheiße. Hä, warum? Weil ich verstehe das nicht, Schwarze. Ja, was willst du machen? Das hat die ganze Schminke. Jetzt kommt der Winterweich. Ja, dann sieht man das doch gar nicht. Die Augenbrauen und Fliegleute. Leute. Die Augenbrauen. Das ist alles richtig geplant, so wie es Zeit hat. Aber mein Auge brennt, Leute. Und ich dieses glaub, Blut das, brennt. Oh. Ich glaube, das Rot kriegst du nicht mehr aus deiner Haut. Ich krieg's nie mehr aus deiner Haut. Also, er kann sein, das ist rot. Warte, kriegst du nicht mehr. Warte, kommt. Da. Ja, auch. Ich spür die ganze Zeit Annas Achselrampe. Ich spür dein Schweiß. Mann, den Speck hat so. Ich hab keinen Bock mehr auf die voll scheiß Kostüme. Ja. Also macht nicht dieses Kostüm nach, weil macht es nur nach, wenn ihr... Oh. Was? Ich drehe ihn voll, guck mal. Oh, der Schmerz tut so weh. Guck, bei mir ist so, so sieht es ganz normal aus. Und dann bei mir sieht es schon so nicht mehr normal aus. Ja, ja. Und dann... Meine Haut geht schon ab hier. Also, seht ihr meine ekelhaften Hautfetzen hier? Das ist Spuppe. Komm, wir versuchen mal die Katzen zu erschrecken. Alles muss so grün werden. Ja, wie sie. Die hat sich schon verpasst. Ey, also Leute, macht das wirklich nur mit eurer besten Freundin. Das ist wirklich so ein beste Freundinnen-Kostüm. Ja. Macht's nicht mit eurer. Schwester. Nee, das geht eigentlich. Das ist so problematisch, wenn wir jemand auf Toilette muss. Ja, oder wenn wir tanzen, müssen wir eine Hand. Nein, wir müssen so machen. Dreh dich um. Ne? Ja. Oh. Okay, du hast mich gekrannt. Ja, ich hab's gemerkt. Abgerutscht. Eigentlich muss noch Blut aus dem Mund kommen. So. Übel. So falsche Schminke und so rote Lippenstifte, Mac. Ja. Also, so, ich mach halt Amu. Wie ist es Amu? Amu heißt doch Augen-Make-up. Und das wird euch das nichts rum, oder? Ah ja. Guck mal, könnt ihr die Maske so rum oder könnt ihr andersrum? Nee, andersrum, glaube ich. Nicht andersrum, aber ich glaube, ich find's so cooler. Au! Oh. Warte, machst du mal andersrum? Ah ja, so sieht es. Jawohl. Dann beides gut. Dann liebe ich dich bitte nochmal. Da drin sieht richtig gut aus. Mhm. Beide sehen richtig heiß aus. Diese Haut. Und
uns kann man nicht einzeln filmen. Könnt ihr uns das weiter so. Okay, reicht. Okay, hart. So, wir haben das Zeug tatsächlich wegbekommen. Und Kat schneidet gerade das Video, also schaut es auf jeden Fall auf ihrem Kanal an. Es ist echt richtig cool geworden. Hier ist voll krass, weil wir haben uns gegenseitig nicht verraten, wie wir uns verkleiden oder was wir machen. Und es ist so krass unterschiedlich geworden. Weil wir haben uns richtig was Abgefucktes überlegt und die haben sich so was so Schönes überlegt für geeignet für normale Leute, also geeignet für Partys oder sowas zum Beispiel. Ja. Bei uns ist es so geeignet für Horrorfilm. Ja, das ist geil. Also voll gut, dass es so, weil es gibt ja die Leute und es gibt die Leute, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, unsere Kostüme würden eher Männer machen. Richtig? Ja. Ach, und ich snacke übrigens Salami-Sticks. Nein, welches hat das? Ist richtig geil. Ey, ich hatte so richtig Angst, dass ich das Zeug nicht rausbekomme. Weil meine Hand ist immer noch ein bisschen rot. Ich habe ja auch in meine Haare geschmiert und alles, aber ist echt gut weggegangen. Ah, bei mir? Ja, auch bei. Gott sei Dank, aber es hat so gestunken, gell? Mhm. Es hat die ganze Zeit, oh, stinkt voll, ich dachte, das wärst du. Das ist echt krass, wie es gestunken hat. Also ich wüsste mir nicht freiwillig den ganzen Tag. Also ich wüsste nicht den ganzen Tag kriechen wollen. Wir wollen ein bisschen auf einer Party, stimmt. Ja, aber auf den Halloween-Party, deswegen ist es geil, wenn du stinkst. Es waren einmal zwei Schwestern. Die eine, wunderschön. Die andere geht so. Das verstehe ich ja richtig. Es waren einmal zwei Schwestern. Beide waren krank. Ah, nein. Nein, nein. Es waren einmal zwei Schwestern. Die eine Pechschwarze. Die andere so weiß wie Schnee. Die eine, keine Ahnung, der Platz ist gelb. Bei Party und so, wenn ich die schminken, sage ich voll auf beim Voice-Over, boah, kein Plan, was sie da machen, aber die tragen irgendwas auf. Ich weiß nicht, was sie damit machen wollen. So wie, ich habe so ein Video angeguckt, da war von einem Mädchen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ich glaube Anna heißt sie sogar. Oder ich weiß gar nicht, egal. Er hat sich so geschminkt und der Vater hat es kommentiert. Das Video und so. Immer. Ja, sie macht wieder auf das Gesicht. Und jetzt, oh, keine Ahnung, was sie macht. Jetzt macht sie wieder weg, jetzt macht sie weiß. Oh, ist immer noch weiß an manchen Stellen, aber kein Plan. Jetzt ist dreckig. Jetzt macht sie wieder dreckig, jetzt macht sie wieder sauber. Eigentlich muss ich sagen, es waren einmal zwei Zwillinge. Ja. Die einen ganz normale Zwillinge. Die anderen Siamese. Doch auf diesen siamesischen Zwillingen lag ein Fluch. Sie wurden von einem Messer gespalten. Nein. Von einer Machete gespalten. Die siamesischen Zwillinge. Die wollten auch so sein wie die normalen Zwillinge. Warum ist das so anders? Oh Mann. Ist eigentlich gar nicht lustig, gell? Ja, nee, aber das ist ja unsere Story. Das ist ja unsere Story. Ja, wir sind sehr. Das ist meine Story! Ich wusste gar nicht, dass es eine Story gibt. Nee, aber weißt du, wir sind siamesische Zwillinge, die sich auseinandergeschnitten haben. Und deswegen bluten die sich. Deswegen haben sie ihre Tage. Deswegen bluten die, weißt du? Ja. Und haben sich dabei halt so ein Stück Haut weggerissen und so. Echt? Deswegen,
Weil ich fand bei uns, das, was wir geschminkt haben, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt, aber es sah aus wie so, als hätte man die Haut weggezogen. War gut. Alles geplant. So richtig, weil ich auf YouTube gibt es immer so krasse Make-up. Ja. Aber weil ich, niemand kriegt es so sehen. Die machen sich hier ein Auge und hier Augenbrauen und hier auch einen Mund. Ja, ey, das Video ist voll verschickt, habt ihr schon gesehen? Ich kann es gar nicht angucken, weil es tut weh in den Augen. Es ist so, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Welche Augen soll ich gucken? Welche Augen sind echt? Ja, das ist auf jeden Fall voll verschickt. Die hat einfach ihr eigenes Gesicht nochmal gemalt. Das ist ein Halloween-Ding, weißt du? Alter, jeder, der dir in die Augen guckt, ey, der muss erst mal kotzen. Ich hab zu viel getrunken. Leopen. Ja. Guck mal, seht ihr seine Silhouette? Nennt man das? Ja, so eine Stange. Sehr elegant. Ja. Also, wir gehen nochmal schlafen, beziehungsweise ich tue noch Bier schneiden. Und sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.